Guten Morgen. Wenn diesmal der Vlog wieder verspätet online geht, liegt es diesmal nicht an mir, sondern an der Technik. Daniel hat nämlich am Samstag, als ich nicht da war, mir Windows 10 hier raufgeklatscht. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das Kopieren hat ewig gedauert, aber okay, waren noch ein paar große Dateien bei. Ich vielleicht erstmal nur das Ende noch kopieren sollen, aber ist egal. Also das Kopieren hier rüber, ich habe ungefähr immer nach 7 Uhr. Heute Morgen habe ich angefangen, die Sachen von der Speicherkarte aufzurechnen, zu kopieren. Jetzt haben wir halb zwei. Jetzt ist es gerade fertig geworden. Und lustigerweise, also es ist ja so alles drauf. Es ist bloß ein komisches Upgrade mit diesem Windows 10. Frag mich doch nicht. So komischer Krims. Und ich habe ja angefangen, den ganzen Weekly-Vlog schon zu machen und zu tun, dass nur noch der eine Tag rein muss. Eigentlich. Und jetzt liest er alles nochmal neu ein. Und ich denke mir so, nein, er ist gerade mal bei der Hälfte von dem Ganzen. Auch seitdem. Also, das ist echt Mist. Das finde ich ist echt blöd. Also, es kann wirklich sein, dass es dann nicht heute online geht. Und dass morgen doch wieder zwei Videos kommen. Das nervt mich so. Das wollte ich ja eben vermeiden. Damit ich halt nur noch den einen Tag da reinspeisen muss. Vielleicht noch zwei Tage oder so, aber mehr auch nicht. Und ja. Oh, mir geht's heute nicht ganz so gut. Ich gestern Abend, um genau zu sein, irgendwas mit dem Magen oder so, keine Ahnung. Und Daniel ist jetzt auch krank, also der ist zwar heute arbeiten gegangen, aber es kann sein, dass er nächsten Tag zu Hause bleibt, bis in seinem Urlaub ist, weil so richtig gut geht's ihm halt nicht. Ne? Er ist jetzt total erkältet seit, also am Samstag hatte er schon Halsschmerzen und hat schon was. Abends ging es schon los und gestern war so richtig. Heute Morgen auch nicht besser. Aber er ist trotzdem hingegangen. Ja. Ja. Das ist ein Katzenfront. Wird. Bis heute auch wieder ganz schön drum gestromt hat. Ja. Kommt auch schon mit in die Küche. Ja. So ist. Ich weiß gar nicht, wo die beiden jetzt sind. Oh, ich bin ein bisschen müde. Ja, aber das ist bestimmt auf dem Bett. Richtig. Er ist auf dem Bett. Und sie? Und sie unter der Couch oder was? Ja, natürlich. Na gut. So ist. Ejo. Also nicht wirklich irgendwie. Sie müssen miteinander noch ein bisschen klarkommen. Es wird zwar irgendwie, habe ich das Gefühl, seltener gefragt, wo heute wieder ziemlich viel gefragt wurde. Keine Ahnung. Aber sie gurren sich eher an und lautschen ein bisschen. Ja. Und sind sehr oft auch im gleichen Raum. Am Samstag zum Beispiel war mir, seitdem ich gegangen bin. Oder kurz bevor ich gegangen bin, war sie unterm Bett verschwunden und kam erst abends raus, als ich wieder da war. Ja. Und er lag dann in seiner Höhle im Schlafzimmer. Sie waren keinen Meter voneinander entfernt. Und dann erst versucht sie rauszulocken und irgendwas hat nichts funktioniert. Komm mit nicht da. Guckt sie erstmal an. Kommt nicht. Habe ich Leckerlis in der Hand. Kommt sie raus. Ups. Ach ja, naja, er war ja auch letzte Woche so gut wie gar nicht zu Hause. Ne? Da war ja nur morgens ein bisschen, abends ein bisschen, das war's. Heute ist er halt ein bisschen mehr zu Hause. Also die Woche. Da hat er ja wieder um 8 Uhr und so. Und das ist ja wieder eine normale Zeit. Ja, und mich ärgert das jetzt hier so ein bisschen mit dem Einlesen. Also es ist bei 17 von 38, beziehungsweise da waren 5. Eigentlich müsste es sogar 39 sein. Egal. Jeweils 5 Dateien waren noch von Freitag. Ja. Und es geht irgendwie überhaupt gar nicht vorwärts, habe ich das Gefühl. Weil die Schnipsel teilweise immer so 5-6 Minuten lang sind. Das ist jetzt auch schon mal 4,5 Minuten. Ja, ein bisschen blöd. Dass es dann so lange braucht zum Einlesen. Also das finde ich bei Movie Maker echt nervig. Aber ich habe kein anderes Programm, mit dem ich diese großen Dateien bearbeiten kann. Camtasia macht es manchmal halt einfach nicht. Und das.
dann funktionieren die. Also mit dem früher konnte ich. Was heißt früher? Jetzt blinkt mein Akku. Den ganzen Buchmeister hast du durchgehalten. Jetzt blinkt der Akku. Egal. Mit der alten Kamera konnte ich es dann auch wunderbar machen und alten Dateien und so. Dass Camtasia wunderbar mitgespielt hat, aber manchmal will Camtasia die Dateien einfach nicht aufmampfen und ja, keine Ahnung. Egal, ich wechsle meinen Akku und mache hier generell weiter und so und reg mich darüber auf. Wir haben es jetzt 5 Minuten vor 5, ja, und jetzt speichert das Video. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch hochladen kann. Das lag nicht an mir. Ach Manu, ich habe auf der Buchmesse noch so schön getönt. Ja, am Montag gibt es ein neues Video. Klar, klar, sicher. Wenn ich noch mein Windows 7 drauf gehabt hätte, wäre das kein Problem, möchte ich anmerken. Das ist also nicht meine Schuld. Ich wollte Windows 10 gar nicht erst haben. Aber da mein Rechner immer so rumgezickt hat, hat Daniel das jetzt gemacht, seitdem zickt auch nichts mehr. Also das ist tatsächlich irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Als wenn Windows sagt so, ne, ich mach nicht mehr, mach mich neu. Also so, besser. Komische Sache. Egal. Jo, so viel dazu. Da ist auch ein Weg her, müsst ihr auch dann schon fast ankommen. Mein Akku blinkt schon wieder, weil ich den Akku reingemacht habe. Ich wechsle dann mal eben den Akku gleich mal wieder. Ich hätte noch einen angefangenen Akku, deswegen. Ich habe noch einen vollen Akku, der andere ist auch immer dazwischen wieder voll. Also, pff, ja, passt schon, ne? Daniel wird noch zu Aldi Kaffeebohnen kaufen, weil wir haben bald eine neue Kaffeemaschine für unsere Kaffeemaschine. Also hier spinnt irgendwie gerade alles. Kaffeemaschine spinnt, das Ceranfeld, das sowieso Schrott ist, spinnt auch tatsächlich rum. Ein Kochfeld geht wohl nicht mehr. Das benutze ich zwar nie, aber gut. Und die Telefone zicken. Ja, und generell wollen wir noch ein paar andere Sachen in der Wohnung geändert haben und so weiter. Nächste Woche hat er frei und dann kann es sein, dass hier sich ein bisschen was tut. Und er hat auch eine Idee, weil in unserer Küche kann man ja das Fenster nicht aufmachen. Ich wechsle mal in den Akku, das macht mich ganz furchtbar, ich komme gleich wieder. So, jetzt nochmal. Also, in unserer Küche kann man ja das Fenster nicht aufmachen, weil die Küchenplaner, Dingens, Doing, vergessen haben, bei den Maßen der Küche die Platte mitzumessen, die Arbeitsplatte. Wir haben es ja angegeben, wie hoch, also wie, weil das Fenster da ein bisschen tiefer ist als normal, haben wir angegeben. Alles schön, aber die haben eben vergessen, dann die Platte mitzuberechnen. Sie sagten, es passt alles. Mhm. Natürlich, deswegen passt es also nicht. Und wir kriegen das Fenster nicht auf zum Saubermachen oder so. Also man kann es anklappen, aber man kann es nicht richtig aufmachen. Ja, und jetzt hat Daniel eine Überlegung gehabt, wie man dann das machen kann, dass man es eben doch aufmachen kann. Also wird nächste Woche große Küchenaktion sein. Und wahrscheinlich auch meine Regale hier. Mal gucken, was noch so alles. Also nächste Woche wird wahrscheinlich ein bisschen mehr passieren in der Wohnung. So ein paar Neuerungen. Und ihr seid ein Kaffee-Vollautomat. Mit gemahlenem Kaffee, frisch gemahlenem Kaffee dann. Der ist für gerade so richtig günstig, deswegen hat er ihn jetzt geholt in der Standardversion. Es gibt also eine Barista-Mode-Version, aber die brauchen wir nicht. Dann kann man noch feiner einstellen und alles, aber das ist Quatsch. Und Tassenwärmer und so ein Quatsch brauchen wir nicht. Ja, also die günstigere Variante und die jetzt sowieso gerade günstiger ist. Und mal gucken. Und ich habe heute, Moment, ich schwenke mal rum. Ich habe meine Bücher weiter sortiert. Habe aber ab da, ja genau, habe ich dann nicht mehr eingetragen und so, sondern will erstmal nur einräumen, so. Genau, hoppala. Und habe mir einfach notiert, bis wohin ich es überall eingetragen habe und kann dann immer noch sagen, okay, so und so sieht's aus. Da habe ich jetzt keine Lust dazu gehabt. Jo. Aber dafür sieht es halt da jetzt, also das erste Regal ist, da liegt nichts mehr daneben, davor, da drunter, keine Ahnung. Da fehlt nur noch das eine Regal, ein bisschen noch. Und dann habe ich das auch endlich mal geschafft. Jo. Sehr schön. Gucken wir mal, wie weit ich komme mit den Regalbrettern, weil ja nicht alle reichen werden, schätze ich. Also ich kann jetzt die beiden von da unten nach da oben packen. Und mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie weit ich heute noch komme. Ich lese auch gerade 2 Bücher. Ich habe ja gestern ein Sonntagsbuch eigentlich angefangen, aber ich habe es natürlich nicht geschafft, weil dieser März einfach lesetechnisch
die letzte Grütze ist, um es mal so auszudrücken. Ich habe gestern auf doppelter Spur angefangen bei Agatha Christie und habe nicht mehr 100 Seiten geschafft. Oh Gott. Ja, und lese das jetzt weiter. Moment, ich muss mir hier Licht anmachen, langsam wird es dunkel. Und lese auch noch weiter das Licht von Aurora. Ich hatte ja gehofft, dass ich beides heute auslese. Ich habe hier nur noch so ein bisschen. Und hier ist auch noch ein bisschen. Aber ich fürchte, ich habe es heute nicht mehr. Also vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viele Kapitel da noch kommen. Vielleicht schaffe ich Aurora noch. Muss ich mal gucken. Wäre schön. Wäre wirklich schön. Wenn ich auch beides schaffen würde, wäre es noch besser. Und wenn nicht, dann eben morgen. Also morgen definitiv sind beide Bücher ausgelesen, was auch schon mal sehr gut ist. Und danach weiß ich auch schon, was ich lese. Also ich habe mir schon einen Plan gemacht. Und ich habe auch schon aufgeschrieben. Ich habe überlegt, dass ich keine Leseliste für den April mache. Oder es geht gar nicht. Weil ich so also bestimmte Punkte trotzdem abarbeiten möchte. Und das ist dann schon eine Leseliste. Jo. Mal gucken. Weil ich wollte jetzt vielleicht irgendwann mal wieder einfach nur reingreifen und los geht's. Aber es kommt nächsten Monat. Die Challenge-Aufgabe vom Büchertreff hat mich schon die ganze Zeit, seitdem ich die Aufgaben kenne, Nerven gekostet sozusagen. Weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was für ein Buch ich nehmen soll. Weil die Aufgabe ist, lies ein Buch, das eine Besonderheit aufweist. Da fiel mir dann sofort die Stadt der Masken ein. Von Marie Hoffmann heißt sie auf jeden Fall, aber hallo, Name? Mary Hoffman, genau. Problem ist nur, das habe ich schon gelesen. Dann fielen mir noch andere Bücher ein, aber die habe ich alle schon gelesen. Es fielen mir nur Bücher ein, die ich schon gelesen habe, die irgendeine Besonderheit aufweisen wird. Bis mir ein Buch eingefallen ist, worauf ich tatsächlich auch Lust habe gerade, wo ich überlegt hatte, ob ich das im April lesen werde, einfach rausgreifen und los geht's, was ich am liebsten jetzt schon lesen wollen würde. Und das Buch hat tatsächlich eine Besonderheit. Welches das ist, werdet ihr im Video erfahren. Jo. Genau. Und es dauert nicht mehr lange. Ich kann das Osterpaket aufmachen. Oh, ich bin so hibbelig. Ah, es ist noch ein Buch mehr auf der Liste. Also mein Plan ist, oder mein Ziel, was ich jetzt für diesen Monat noch habe, wenigstens unter den nächsten 10er zu kommen. Das wären 4 Bücher, die ich beenden müsste. 2 habe ich ja jetzt schon, fast. Und 2 weitere. Das wird doch wohl zu schaffen sein, oder? Also ich hoffe, dass ich das schaffe. Das wäre sehr, 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 sehr gut, wenn ich das schaffen würde. Problem ist nur, nein, ich müsste ja dann 5 Bücher lesen, weil ja da noch ein Buch drin sein wird. Ich hoffe, dass es nur ein Buch sein wird. Wenn dann wieder mehr als ein Buch drin ist, habe ich wieder ein Problem. Dann schaffe ich es wieder nicht in den nächsten 10er. Das ist doch wie verhext, wirklich wie verhext. Na, mal gucken. Gut, und jetzt, was mache ich als nächstes? Ich glaube, ich gucke aus dem Video und dann werde ich wieder lesen und ja, so in der Art. Guten Morgen. Lustigerweise ist mein Vlog fast fertig gespeichert, also ich musste gestern Abend noch abbrechen. Das war nicht anders zu erwarten. Ich habe ja um 17 Uhr ungefähr angefangen zu speichern. Und um 22 Uhr war es gerade mal 50%. Jetzt ist es gerade mal 8:30 und es ist bei 82%. Irgendwas läuft da verkehrt. Egal, kann zumindest nicht hochgeladen werden. Ich hoffe, dass ich den Buchmessenbericht, das Buchmessenvideo, ist ja kein Bericht, auch heute noch hochladen kann. Jo, Daniel ist halt zu Hause. Wie erwartet. Ihm geht's nicht so gut. Ja. Das ist eher also erkältet. Ja, mir geht's halt wieder besser. Mit meinem Bauch und so. Ich hoffe, das bleibt auch so. Die Katzen sind beide gerade im Schlafzimmer. Auf dem Bett, unterm Bett. Nachdem SR rumgewudelt ist. Und dann sie rumgewudelt ist. Beide auf dem Balkon waren und so. Ich habe schon fertig gelesen und ich denke mal, heute sind die beiden Bücher fällig, da werden sie ausgelesen, auf jeden Fall. Da sehe ich kein Hindernis mehr, dass ich das nicht schaffen könnte oder so. Also deshalb würde ich nur noch
Bei Aurora ist ganz minimal und bei dem anderen ist auch dann auch so ein bisschen. Also das schaffe ich schon. Genau. Vielleicht drehe ich heute die Leseliste ab. Ich muss mal gucken. Was ist überhaupt dran? Ich bin ja schon wieder, ich hänge ja so hinterher, wenn ich gestern schon wieder nichts. Mal gucken, was wir hier klarkommen mit diesem. Okay. Naja, ist nicht so viel anders, aber es sieht halt anders aus. So, gucken wir mal. Ach ja. Bla 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 bla. Leseliste ist erst am 31. dran. Oh ja. Passt schon, passt schon. Ich muss meine Fallwerksdekoration wieder machen. Jo. Naja, wird schon. Passt schon. Gut. Mal gucken, was heute so passiert und ansteht und so. Daniel war gestern Kaffee kaufen für unsere neue Kaffeemaschine. Er hat ja gehofft, dass die heute ankommt, aber die wurde ja nicht mehr abgeholt. Also er hat sie irgendwie bei, also über eBay, aber in der Mediamarkt gekauft. Und glaube ich. Oder war es direkt mit dem? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall über Mediamarkt online gekauft. Irgendwie. Aber die wurden ja nicht mehr abgeholt. Obwohl es hieß, die würde gestern abgeholt werden. Aber es war wohl nicht der Fall. Egal. Solange wir noch irgendwie Kaffee rauskriegen aus unserer jetzigen Kaffeemaschine. Die ihr den auch einschicken wird irgendwie. Weil die hat ja garantiert noch Garantie. Ja, weil so lange haben wir die ja noch gar nicht. Wir wohnen ja noch nicht so lange hier, also von daher, wir haben die erst, seitdem wir hier wohnen. Sollte sie noch Garantie drauf haben. Gut. Jo. Aber ich glaube, ich drehe heute, bist du da? Ich drehe heute wirklich die Leseliste, weil. Ja, hab ja jetzt alles soweit. Dann wisst ihr, welche Challenge ich habe und welches Buch ich dann ziehe und so. Ich weiß gar nicht, ob ich Aurora schon reingepackt habe. Ich müsste da wirklich mal die ganze Liste durchgehen. Da fehlen eh noch ein paar Reihen und so. Jo. Aber ich glaube, vielleicht mache ich es auch jetzt sofort. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich. Ich drehe jetzt mal die Leseliste. Das verstehe ich jetzt nicht. Schritt 2 von 2, was war denn 1 von 2? Ich dachte, das wäre jetzt schon. Oh, er hat es nochmal eingelesen, wie ich sehe. Vorhin war das noch. Na toll. Ich habe mich schon gewundert, warum das so schnell geht. Naja, egal. So, Mia, jetzt probieren wir mal was. Komm mal hier. So, komm mal. Nein, nein, nicht weglaufen. Ja, von mir aus streck dich kurz. Komm mal hier. So, jetzt zeigen wir doch mal der Kamera, wie du die Augen zukneisterst. Mia. Komm mal her, hier, doch mal stehen. Ja, ist ja. Warum seid ihr alle so kamerascheu? Ah. Mach dir mal die Augen zu. Das sieht immer voll witzig aus. Ja, ja, ja. Hm? Oh, Kamera. Ja, wunderbar. Ganz toll. Eine Aufnahme. Ups. Mia. Mia? Hm. Ui, ui, ui. Eine Runde strecken, bitte. Ja. Naja, ja. Das war dann wohl wieder mit der Vorführeffekt, der nicht funktioniert. Hm, du? Hm, na gut, den nicht. Ich habe soeben das Licht von Aurora beendet und ein bisschen ärgere ich mich, dass ich mit dem Messer nicht gleich den zweiten Band geholt habe. In der Hand hatte ich ihn. Aber egal. So ist, apropos Messer. Ich habe jetzt die Teile von, also die Videoschnipsel von der Messe eingelesen. Insgesamt sind es fast 50 Minuten, aber das wird nicht so lang bleiben. Weil das meiste ist die Lesung von Marco Kohlbein. Die werde ich natürlich nicht komplett reinnehmen. Das wäre dann etwas zu lang. Jo. Also werden es vielleicht 10, 20 Minuten werden, schätze ich mal. Keine Ahnung. Muss man dann sehen. Vielleicht auch eine halbe Stunde. Ja, gucken wir mal. Oh, eine E-Mail. Oh, Sekunde. Hm. Unwichtig. Gut.
Naja, gut. Auf doppelter Spur habe ich jetzt noch zu lesen und was werde ich heute bestimmt auch noch auslesen? Auslesen. Was? Nee. Jo. Und dann schauen wir mal. Das Video lädt gerade hoch. Ist in 4 Stunden ungefähr online. Yay! Egal. Immerhin klappt es heute. Und ich hoffe, dass das Video heute auch noch online geht. Wenn nicht, muss es morgen. Ist sowieso alles chaotisch. Nun gut. Wie auch immer. Dann werde ich jetzt hier mal weitermachen und alles Mögliche. Und oh, ich bin so müde gerade. Ich kann einfach nur einschlafen. Ja, das Wetter ist auch wieder so trüb. Wenn das Licht nicht schön ist, dann geht es mir auch nicht gut. Also so, nicht gut. Also, okay. Und eben überschlagen sich die Ereignisse. Juhu! Erstens habe ich wieder eine Absage bekommen. Toll! Zweitens habe ich gerade... Oh Gott, Sekunde. Habe ich gerade das Buch beendet. Mit der Spur. Und zweitens hat meine Mutter mir gerade per WhatsApp geschrieben, Hilf, ich habe einen Handwerker zu Hause. Und lustigerweise hat Daniel kurz vorher angefangen, auch hier das Fliegengitter wieder anzubringen. Und mein Vater macht gerade genau das gleiche. Ist aber nur eine Ersatzarbeit, weil sein Akku leer gegangen ist für den Dusch. Nicht vorher. Duschwand. Und Daniels Akku ist auch leer. Verrückte Welt. Jo. Oh, Hust. Ich habe zu viel gelacht. Jo, so viel dazu. Was ist das denn hier schon wieder? Egal. Ich blubber schon wieder. Also heute ist wieder WhatsApp-Tag irgendwie. Egal. Jo, dann schnapp ich mir jetzt ein Buch aus dieser Liste da. Aus der Liste, aus der... Nur nicht wirklich abgearbeiteten Leseliste. Ich weiß nicht, ich habe hier noch 3 Bücher. Aber ich will erstmal das eine Challenge-Buch zu Ende lesen und dann geht es hiermit weiter. In der Hoffnung, dass ich die 3 auch noch schaffe. Ich wage es zu bezweifeln, aber ich hoffe einfach mal. So, und zwar werde ich jetzt anfangen zu lesen. Sekunde. Lass es mich kurz rauskrameln. Zweites Mal Küchegeist. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist wahrscheinlich ein lustiges Chiclet-Dingens, nehme ich an. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich komme gut rein. Ich hoffe, es lässt sich leicht lesen. Und ich hoffe, ich kann nicht wieder in irgendeine Leseflotte. Weil im Moment klappt es ganz gut wieder, schätze ich mal. Und ja, gut. Bis denn. Da ist Diablo. Ja. Und. Ja. Geh da mal ran. Und da ist die Mia. Also beide nicht wirklich weit voneinander entfernt. Ja. Aber beide heute sehr faul. Und meine Elmo-Hausschuhe. Nee. Daniel ist fleißig. Er macht jetzt das neue Fliegengitter ran. Es soll zumindest mal so werden. Ja, ja. Mal gucken. Ich habe mir einen Milchshake gemacht, einen Bananenmilchshake und lese jetzt das 2. Kapitel davon. Yum, 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 yum. Beschäftigungstherapie am Knabberbrett. Erstaunlich, erstaunlich. Seite an Seite. Guten Morgen. Boah. Du bist zu groß für diese Welt. Ich bin zu groß. Ach. Vielleicht bist du nur zu klein. Ich bin zu klein. Ja. Nein. Quatsch, Blödsinn. Was macht er denn schon wieder? Please stand by. Ach, please stand by, ja, ja. Mhm. Du hast schon Fisch gegessen. Ja, aber das riechen die nicht. Aber ich... Also der Fischgeruch ist echt nicht mein Ding, muss ich mal sagen, so gar nicht. Ach, mein Mann, so, Fisch ist gesund. Sieh mich an. Ja, du bist total gesund. So gesunder geht's gerade gar nicht, ne?
Creme drum. Mhm. So, und in jedem Bild. Ja. Ja. Was wollte ich denn gerade sagen? Weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich nur Hallo sagen. Für den Tag des Tages. Heute ist Mittwoch, das heißt, ich muss ein bisschen Post fertig machen und dann nachher noch zum Postfach und zum Eichhörnchen-Kaffee. Und ihmchen erwartet ihr heute eine ganze Menge Post. Oh ja. Riesenpakete. Ich hab jetzt schon Angst. Können wir schon verraten? Wird man dann nachher sehen. Wird man nachher sehen? Ach, das bist du. Daniel Unpacking Video, oder was? Das wär's doch. Monsterpaket, Chaos im Haus. Juhu! Im Haus vor allem. Ja, sicher. So, dann holen wir ein Haus. Also ich meine, wir holen ein Haus, ist aber... Ist das kein Haus? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, die Katzen sind wieder im Schlafzimmer. Wie immer. Mann. Ist ja auch vormittags. Eine unterm Bett, eine morgens auf dem Bett. Drängeln, mauzen, auf dem Bett umherspringen, schnell wegrennen. Ne? Na, heute nicht. Also er hat heute einmal gemaut. Ja. Und da war ich eh schon wach. Ja. Und sie maut noch nicht so wirklich. Erst drängeln und dann, wenn wir aufgestanden sind, dann ist Ruhe, dann gehen die nämlich schlafen. Ja. Ja. Ich sag, sie unterm Bett, er auf dem Bett. Ratzelipu, ja. Lass mich in Ruhe. Jo. Na gut, ich lese ja seit gestern das Buch hier. Sex the City? Nein. Steht da hinten? Ja, so ähnlich. And the Ghost. Ja. Sex the City and the Ghost. Ja. Ja. Zeit sind wir Küche Bad. Geist, ich will mal Bad sagen. Aber es ist Geist. Genau. Und immer da denken, hört nicht auf die Stimme in euer Kopf. In dem Fall sollte sie vielleicht einfach auf die Stimme hören, obwohl es auch langsam nervig findet. Aber ich habe gestern, was ich sagen wollte, schon über 50 Seiten in dem Buch gelesen, aber ich erst, wann habe ich angefangen? Abends schon fast, oder? Ich weiß nicht mehr genau. War schon dunkel. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall davor schon 100 Seiten gelesen, in zwei anderen Büchern, und dafür ist es dann doch schon ganz gut. Na gut. Das war's dann erstmal soweit. Mal sehen, was der Tag zu bringen mag. Außer viel Post. Ich lauf, komm gerade wieder rein. Hab uns Kuchen mitgebracht. Käsekuchen heute mal. Und habe zwei Grünspechte gesehen. Und zwar über diesen Vogel, der am Baum vor meinem Fenster auch schon mal saß. Ich weiß nicht, wie er heißt. So ein kleiner, bunter. Interessiert ihn überhaupt nicht. Er reagiert nicht, wenn ich ihn angucke. Ein Vogel. Zwei Vögel. Vögel. Guten Hunger! Mal also sehen, wie der Käsekuchen schmeckt. Mania. Ja, wird durchgeknuddelt. Dann mach mal richtig jetzt hier, das sieht ja komisch aus. Oh, jetzt fällt sie dich runter. Jetzt mal die Augen zu. Warte, mal Augen zu. Sie sieht Arschkraut. So süß aus, wenn sie die Augen zukneift. Ach, Katze. Jawohl. Oh, wie du hörst auf. Kann ja nicht sein. Komm her. Du kannst ja nicht mehr aufhören. Komm her. So geht ja, das aber nicht. Na komm her. Oh. Was bist du denn da? Na, am Handy schuppern. Am Handy schuppern, ja. Oh, bin ich mal irgendwie auf der Seite. Ungefallen. Ja, ein bisschen Bauchkraulen. Ja, und ein Köpfchen. Ihr passt nicht beide rauf. So, ja? jetzt passt ihr beide rauf. Ja. Oh. Oh. An der Seite. Komm, mach mal ein bisschen rum, ihr seid hier. So schön, ne? Was hast du denn mit meinem Handy gemacht? Na, kuscheln. Sieht man doch. Sieht man Kuscheln-Handy? Oh. Ja, ich dich auch. Ja. So eine verrückte so? Katze. Und sonst hier? Da siehst du. Du bist kein Hund, du musst damit nicht so umherwandeln. Herrlich. Oh. Muss.
putzen, beim Fressen. Beim Fressen? Ach Gott, oh Gott. Putzen beim Schmusen. Ja. Kannst du bitte aufhören mit Filmen? Hat soeben geklingelt. Also die erste Fuhre von irgendwelchen Postpaketen, Dingens, wird jetzt kommen. Daniel springt auf und lässt Fallout links liegen. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. So. Und? Katzenklo. Katzenklo. Na toll. Ist das alles? Ja, war gut. Dippe, dippe. Dippe, dippe. Dippe, dippe bringt Katzenklo. Dippe, dippe bringt Katzenklo. Katzenklo. Schere? Ich habe keine Schere. Du hast eine Schere. Meine Schere. Die habe ich heute schon gesucht. Deine Schere. Meine Schere. Deine Schere. Die ich meiner Mutter früher geklaut habe. Die ich meiner Mutter früher geklaut, als ich noch klein war. Ich habe die, immer benutzt und irgendwann war sie bei mir. Immer noch nicht. Hallo. Lieb sein. Aber es ist nicht pink, oder? Naja. Wieso ist schlimm? Naja. Bei mir weiß man ja nie. Wie bei mir weiß man ja eine Badewanne für die Katze. Es ist nicht pink. Wie schön. Mann, ist das groß. Wie wird das groß? Aber ja. Raschel, raschel, raschel. Was ist das denn? Achso, die Klappe. Es ist blau! Oh, wie schön! Es ist blau! Hol das Wasser! Hol das Wasser? Die Katze baden will. Unwahrscheinlich. Nicht? Ja. Post Nummer 1. Ja. Ich hab gedacht, der Elbote kommt zuerst. Ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. Es ist nicht der. Es ist nicht mehr jemand neugierig angekommen. Mensch, 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 Mensch. Guckt keiner neugierig um die Ecke. Guckt keiner neugierig um die Ecke, habe ich gesagt. Meinst du, es ist groß genug? Ich denke schon. Oh, sogar Gummifüße. Was? Sogar Gummifüße. Sehr schön. Dass es nicht wegrutscht. Wunderbar. Na, das sollte doch klappen hier, oder? Ja, das hoffe ich doch mal. Bing, bing, bing. Ja, wunderbar. Dann kannst du hier das provisorische Klo in ein richtiges Klo umändern. Ja, jetzt brauchen wir nur noch Batterien. Was, Batterien? Da ist eine LED-Beleuchtung drin, damit der Klo drin schön leuchtet. Du hast doch einen Knaller. Hast du doch. Warum? Hol her. Zweimal AA. Du redest Blödsinn. Nein. Natürlich redest du. Du fängst schon an zu grinsen. Ich sehe das doch. Hast du die Klasse Tour sauber gemacht? Ja, schon längst. Aha. Schaffst du ja nicht. Wie? Nee. Ja, das wird nichts, glaube ich. Ja, ab in die Mulde macht. Ich wird eh nicht genutzt gerade, ne? Pff. Eben. Aha. Mann, was für ein riesen Karton. Da kann ich mich ja drin verstecken. Da reicht ein Katzensteuer ein Haus. Kommt ja bald eine neue Fuhre. Ja, dann kann ich ja bald den ganzen Sack voll. Yay! Das war's. Kläglich. Sehr was? Kläglich. Naja. Naja, passt halt ein bisschen mehr rein. Ein bisschen. Wir wollten noch ein großes Katzenklo. Naja, oder damit das wunderbar schön im Weg steht. Oder ist das wieder verkehrt? Ja, ja. Ja, ist ja nur, es wird ja nur mein Bücherregal verdeckt. Dein Bücherregal wird verdeckt? Ich habe mir gedacht, du machst hier oben noch ein Kissen drauf, damit die Katze dann noch ein Blöckchen hat. Natürlich, sonst geht's gut, oder was? Ich kümmere mich um die Innenbeleuchtung. Na klar, Innenbeleuchtung. Die Katzenklo, die Innenbeleuchtung. Ja, knall. In? Pink, schon klar. Mhm. Oh. Pink, aber wir können auch pink machen. Ja, nein. Nein, nein, lass mal. Fummel, fummel, fummel. Na gut. Ich dachte, jetzt kommen die vielleicht mal angeflitzt und sind ein bisschen neugierig, aber irgendwie gehen wir doch mal gucken, was die beiden machen. Nix anscheinend. Hallo?
Ach, jetzt sind wir in der Höhle, ja? Und wollt ihr euch euer neues Katzenklo mal angucken, ihr zwei? Wollt ihr nicht mal gucken, was da gekommen ist? Seid ihr nicht neugierig? Oh, lass mich hier Ruhe. Da hinten steht's jetzt erstmal. Naja. Mal gucken, wie das so funktioniert. Da ist schon mal der erste Inspizieren. Mia ist über der Couch verschwunden. Na? Erstmal begutachten von allen Seiten, hä? Da geh ruhig rein. Ja, Kopf ist schon mal drin, wunderbar. Dumm, die dumm, die dumm. Ha. Tja, ja. Großes Klo. Mann, oh Mann. Ah, eine Pfote, zwei Pfoten. Ah. Und wieder raus. Oh, ich sehe Ohren. Schwarze Ohren, weiße Ohren. Also ich meine, da ist halt was Weißes so. Und ich meine nicht diese komische Katze auf dem Tisch. Ach, Katerchen, da oben drauf bringt das nichts. Das ist, das, da ist kein. Ja. Huch, da ist noch jemand, Mensch. So, und nun? Eine Runde rausgehen? Hallo. Ja, wir haben ja ein Katzennetz davor, natürlich. Ein Fliegennetz-Dings, aber das ist blöd. Nun ja, wie auch immer. Gehst du das raus oder gehst du das nicht raus? Ach, den nicht. Nein, da ist kein Sand mehr drin, Streuzeug-Dings. Kriegst vielleicht. Ja, noch nicht sauber gemacht. Muss ja noch sauber gemacht werden, ja, aber. Nein. Kater. Lass ihn doch einfach reingehen. Er will Nein. bestimmt nicht hinmachen. Er will bestimmt nur schnüffeln und. Nicht reinmachen. Ach, Quack. Okay. Ist nichts zum Puddeln drin. Guck. Oh. Daniel bekommt Panik. Ja. Da steht sie. Hat geklingelt. Ja, die zweite Postfuhre kommt quasi. Ich dokumentiere heute alles. Tut mir leid, aber. Ich dachte, das ist mal was anderes. Wenn schon mal was passiert hier, kann man das ruhig mal mitfilmen, habe ich gedacht. Lieber. Mal sehen, was jetzt ist. Ich bin gespannt. Sehr gespannt. Wow! Bitte nicht so groß! Aber schwer. Boah, Hermes! Ja, Hermes. Von Hermes hast du nichts gesagt. Das ist das Netzteil für Winnie und Ingrid. Ah, Netzteil. Nichts für uns. Nichts für uns. Ein Laptop-Netzteil. Trotzdem hast du nichts von Hermes gesagt. Hä? Trotzdem hast du nichts von Hermes gesagt. Ich hab doch gesagt, heute kommen alle auf GPD, GLS. Trotzdem hast du Hermes DHL. Vergessen. Ja, ja. Ja. Wieder nichts mit der großen Bestellung. Das ist ja hier langsam, wird ja schon langsam ein bisschen doof. Lohnt sich ja gar nicht mitzufilmen hier. Mia im Tisch. Ist ja nicht so, dass der Tisch voll ist. Na, bist du ja wieder. Deine Verrückte. Daniel, der Katzenfütterer. Wenigstens das funktioniert schon mal. Das sieht aus. Ja. So. Nee. Mir ist abgelenkt. Doch nicht. Schwittchen? Nee, das macht sie noch nicht. Pfote? Pfote?
Aua, um mir gebissen. Pfote? Hehe. Pfote? Hey, Mine. Mine? Biene. Biene. Mhm. Mia sitzt auf der Tür, wie auch immer sie da hochgekommen ist. Ja? Und nun? Er sitzt auf dem Bett. Kommst du nicht mehr runter, oder was? Oh Gott. Katzen, nichts als Unfug im Kopf. Jetzt guckt er, wie kam sie denn da hoch? Verstehe ich nicht. Oh nein. Jetzt ist sie wieder unter dem Bett. Die jagen sich hier auch die ganze Zeit gerade. Also, ich habe eben nur Knall gehört hinter mir. Ich sitze hier am Rechner und tippe den Blogpost endlich mal. Und mache das Plonk. Ich denke, hä? Guck nach oben. Auf der Tür? Was? Unmöglich. Und wir glauben, dass die Leute nicht mehr kommen. Weil es wurde erst um 10 in den Wagen geladen. Das ist bestimmt dieser komische Typ, der sowieso nur alle zwei Tage oder was kommt. Wenn er auch so spät anfängt zu arbeiten, ist das ja kein Wunder. Das ist bestimmt dieser Typ. Der kommt bestimmt erst morgen. Wetten? Hallo Tanja, ich weiß, du guckst meine Videos, das hast du mir gesagt. Und ich möchte dir ganz herzlich jetzt zum dritten Sohn gratulieren. Herzlichen Glückwunsch! Es ist 5:45 und Daniel hat gerade ein DHL-Auto gesehen. Also könnte es nochmal spannend werden. Ich sehe leider hier so gut wie im Moment. Ich quetsche mich mal hier zwischen. Oh Gott. Es könnte nochmal spannend werden. Also ich halte euch auf dem Laufenden. DHL kommt, gleich klingelt's. Gleich klingelt's. Hä? Gleich klingelt's. Woran siehst du denn das? Mann, ich hab doch aus dem Fenster geguckt. Was? Ich hab aus dem Fenster geguckt. Siehst du? Ich bin ja nicht blöd. Ich bin aber weg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Zwei große Pakete für uns. Eine Kaffeemaschine und einmal zu Plus. Das zweite Mal zu Plus kommt morgen. Er hat so viel bestellt. Aber gut, das muss, ne? Jetzt auf der arme Cashlip. Ja, ja, ja. Was macht der? Unten klingeln. Warum unten klingeln? Da waren nur zwei Pakete drauf. Nee, oder? Natürlich waren nur zwei Pakete drauf. Es ist ja, das lag irgendwas oben drüber, was ich nicht gesehen habe. Das ist hochzutragen, aber. Er hat da noch mal geklingelt. Ja, kommt schon. Das ist der. Hat der gerade gerufen? Noch ein Stück? Ja, ich weiß. Warum kommt noch mal eins? Vielleicht hast du es geschafft. Schön vorsichtig. Ja, das ist der Bote, den ich dachte, dass er das ist. Der erst dann jetzt überhaupt nicht gekommen ist. Ich muss runter, er schafft es nicht alleine. Der arme Kerl, er schafft es nicht alleine hochzutragen. Und das ist ein Postbote. Aber es ist sowieso so ein... Keine Ahnung, der ist ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Das hat der Tür geht wieder auf.
Ja, der ist halt so ein bisschen komisch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er heute noch kommt. Weil normalerweise, wenn der kommt immer einen Tag später. Weil er dann es nicht schafft bis hierher. Oh Mann, sag ich dazu nur. Oh Mann. Aber egal, es geht gleich los. Ta-da-da-da-da. Der arme Kerl schafft es nicht hochzutragen. So ein Weichei. Ja, das ist der halt. Ist der, genau den Typi meinte ich die ganze Zeit. Was für ein Schmierlappen. Sag ich doch. Es klappert. Komisch. Und gerissen. Das Glück hast du bis hochgehalten. Stell dir vor, wenn er mich gekracht. So. Oh. Na denn? Kaffeemaschine. Toplos. Yay, und das flimmert wieder so wunderbar wegen unserem tollen Licht. Das ist auch nicht besser. Oh. Niezerkatzen! Was ist drin? Was ist denn? Streu ist drin. Das Streu? Nur Streu? Das kann doch keiner essen. Und keiner irgendwie. Das sieht aber nicht aus wie Streu. Das sieht aus wie Schnickschnack. Ja. Was sind denn für Mäuse? Ja. Mäuse? Also wie Ratten. Oder wie Chinchillas oder sowas hier mit diesen Ohren. Chinchilla-Mäuse für die Katzen. Chinchilla-Mäuse, hier, da. Nee, sind beide die haben. Baldi-Maus. Baldi-Maus. Ich habe ihm gesagt, morgen kommt das schwere Paket. Ehrlich jetzt, es ist schon schwer, aber das Katzenstreu ist noch schwerer. Ehrlich? Ich sage ja. Woo. Ja. Das was ist denn das? Ja. Alimonda. Alimonda. Ein Döschen. Ein Döschen. Noch eine Maus? Nein. Du kannst nicht, ohne dass du zuerst rausgrabst. Das funktioniert nicht. Du musst von oben systematisch. Und die beiden kennen wir ja schon. Die hatte er schon mal. Die habe ich wieder in Doppelpack mitgenommen. Ein Doppelpack. Oh, da ist der Spender. Oh, da fällt was raus. Toll. Oh, in Blau. Extra für Betty. Sehr gut. Ich habe gesagt, ich will Blau. Denn Farbwahl gab es ja. Ich weiß. Ich habe gesagt, ich will Blau. Hat funktioniert. Siehst du? Haha. Oh, nein, das ist für Hunde. Hä? Das ist für Hunde. Ich glaube, es geht beides, oder? So ist Wasser, so ist Trockenfutter. Wasser, Trockenfutter? Ist beides? Ja, je nachdem, wie du den Deckel drehst. Wie auch immer. Was ist das für eine komische Kiste? Weiß ich nicht. Das ist Kiste 2467. Geschenke? Dann habe ich das gleiche geschenkt. Du warst ganz schön neugierig mit der Na klar bin ich neugierig. Ach, die Trinknäpfe. Trinknäpfe. Was für Rami. Na, woraus denn sonst? Oh, in lila für Betty. Das ist aber blau, nicht lila. Na ja, aber es ist schon sehr lila. Ne, das ist blau und nicht lila. Das heißt eben dunkelblau. Ja, du kannst die Nuancen nicht unterscheiden. Wieso, sind verschiedene Farben oder was? Haha, von wegen. Nappies. Das ist überhaupt keine Katze hier ankommt, verstehe ich immer noch nicht. Was? Ah, die sind überhaupt gar nicht neugierig heute, oder was? Oh, zu viel Trubel. Was hast du denn hier alles bestellt? Wieso denn? Was denn? Na, was? Naja, perfekt. Das sollte ich doch bestellen. Ja, aber das eine doch für nur. Für Schnurrer. Für Schnurrer. Was ist und das? In Ho? Hast du denn gesagt? Ja, naja. Riecht es doch das oder nicht? Komisch, andere war blau. Aber ich hätte auch rosa in Erinnerung gehabt. Das ist ja, das glaube ich, oder? Danke, Bruder. Das hatte ich glaube ich, gehabt. Ja. Das war so ein Dreierpack gewesen. Ach so, cool. Dreierpack. Ich glaube, da kommt was. Oh. Vaterchen, guck mal. Mit gratis Leckerli. Ein Twist. Ja, supi. Vielleicht mag mir das hier. Müssen wir mal gucken. Du magst das ja nicht. Was sind das hier alles? Wow. Spannend, oder? Ja. Ja. Das sind natürlich jede Menge Felix, ne? Jede Menge Kram. Ein bisschen Sensation. Ein bisschen Animonda. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Ein bisschen Mäuse, ein bisschen. Was ist das? Oh. Ah, das Ding. Eine Schaufel. Mit Ständer. Eine Schaufel. Mit Ständer. Oh, das sieht ja süß aus. Ja, okay, alles klar. Das reicht dann erstmal. Wir machen dann weiter, wenn das daran ist. Na toll. Jetzt hat er aufgehört.
Das schön mit dem Karton geschmust. Nicht? Jo. Oh. Ja. Wie weiter schmusen? Bitte schön. Einmal Trockenfutterspender. Guck mal, schau. Kennst du noch nicht, ne? Ja, ja. Aber das Klo wurde übrigens von beiden genutzt. Also von daher alles schick. Ne, Krümelchen. Krümelkater. Du krümelst. Oder auch nicht. Eigentlich hat mir gestern gekrümelt. War gut. Immer noch alles voll. Hier sieht's aus. Oh, erstmal aufnehmen und dann sprechen. Jetzt wird der mysteriöse Mediamarkt-Karton aufgemacht. Der mysteriöse. Stimmt's, Katerchen? Der mysteriöse Kater ist auch schon da. Ja, ja. Nur mir erst noch unterm Bett. Verschwunden. Ja. Siehst du überhaupt gar nicht neugierig gerade? Fällt auch nicht. Oh, und die ist so aufgeregt. Folie. Folie, wie wahnsinnig toll. Hm. Und immer erst das, was man nicht rauskriegt. Oh Gott. Folie. Oh, was ist das denn? Ein Wassertank? Oh, woher weißt du das? Hm. Oder ein Milchtank? Oh. Auf jeden Fall was von der Kaffeemaschine. Haha. Ein Tank. Bestimmt der Milchtank. Kommt denn da rein? Bestimmt der Milch. Der Milch. Der Milch kommt da rein. Mensch, ist doch richtig gut, ne? Boah, nicht erschrecken. Oh. Aber der so reicht. Noch mehr Überraschung. Schnell bekommst du nicht. Oh, hab ich mir schon immer gewünscht. Wow. Spannend. Naja, ich zeig euch das, wenn es fertig aufgebaut ist. So macht das überhaupt keinen Sinn. Richtig. Daniel verarscht mich schon wieder. Er sagte gerade, das ist ja doch Edelstahl. Weil die andere, ja. Hinten. Ja. Aber die sind an den Seiten beide Edelstahl. Und vorne schwarz. Da schaut Kaffeemaschine. Yay. Ohne Originalkarton und trotzdem voller Garantie. Und jetzt gibt's gleich Kaffee. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Gucken, ob das njam, njam, njam ist, ne? Das wissen wir noch nicht, ob das njam, njam, njam ist. Daniel bastelt. Fertig! Und guckt euch mal dieses schöne Display an. Na dann. Ich baue in der Küche auf Display. Und dann kannst du das nochmal. Ohne Strom, ein Display. Boah, Strom aufmachen, damit man ein Display sieht. Nein, das sieht man eh nicht. Leuchte. Das sieht man nicht. Warum? Weil, guck doch mal vorne. Ich hab ihn voll verarscht. Er hat's nicht mal gecheckt. Du musst die jetzt hier nicht anmachen. Mach das in der Küche. Siehst du, die geht gerade nicht an. Warum nicht? Weil sie kaputt ist. Ehrlich? Nein, ich hoffe nicht. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich muss das mal in der Küche gehen. Sie geht nicht an. Die geht schon an. Muss man nur den richtigen Schalter finden. Aber du hast eine Bedienungsanleitung. Ja. Ein Schmusekarton. Ach ja, alles sehr interessant mal wieder. Ist mir unscharf. Ja, du brauchst doch nicht machen, ich bin jetzt gerade bei der Installation. Ja, ich will ja auch nur flimmerfrei eigentlich, aber egal. Er ist bei der Installation, irgendwie ist alles unscharf, ich weiß nicht warum. Moment. Das ist scharf und der Akku blinkt, ist ja schön. Ja. Dann installutier mal ein bisschen. Ich wechsle. Das dauert ein bisschen. Ja, ich wechsle den Akku und dann bist du fertig, ne? Hallo. So, jetzt wird ausprobiert. Der erste ist schon mal fertig. Ein bisschen wenig würde ich sagen. Ja, wir müssen dann erstmal die Wassermenge. Man kann nämlich alles Mögliche einstellen. Jetzt guck ich hier, kann man Moment, es ist alles unscharf. Ist unscharf, ja. Sag, wenn du so weit hast. Ja. Das flimmert wieder so, was? Natürlich ist der die. Ist das besser, das Licht hier? Weiß ich nicht. Bringt er jetzt auch nicht ins. Ja, jetzt kannst du ruhig. Jetzt guck mal, ist besser. Ne? Ja, jetzt hat es aufgehört. So, jetzt hört es eine Weile auf. Siehst du? Ja. Ah, also hier können wir die Getränke wählen, was wir halt haben wollen. Mal ein bisschen durchblättern. Damit die alles mal sehen können. Toll. Hält das alles gut. Ja, wir können auch ganz vorne anfangen. Ristretto, was auch immer Ristretto ist. Ein Mini-Espresso? Keine Ahnung. Die Creme, Cappuccino, so, ein Latte Macchiato wollen wir, ne? So, dann gucken wir, 200 ml ist zu
wenig. 240 hatte ich bei dir gehabt. Bei mir? Nee, meins ist da runter. Da ist es 240. Hallo. Hm? Ist so wenig. Ja, aber ich kriege keine... Boah. So, also brauchen wir ein bisschen mehr Wasser. So, 260. Machen wir mal 260. Gucken wir einfach mal. Bestimmt. Dann können wir noch die Stärke einstellen. Ich will ein... Extra stark. Ein sehr starker Latte Macchiato. Extra stark. Und dann können wir hier nochmal das Verhältnis Milch und Kaffee einstellen. Das sieht ja witzig aus da hinten. Sieht man das? Ja. Warte, so, da, das braune Milch. So ein Latte Macchiato mit 10% Milch. Nein, Juhu. Ich glaube nicht. So, ich glaube 80% ist richtig. Und dann sagen wir, das ist okay. Na, was heißt richtig? So was du haben willst, ne? Yeah. Und leuchtet. Und sie leuchtet, so. Doch. Schick. Und hier ist alles schön verstellbar, von ganz hoch. Ja, brauchst du es ja nicht machen. Und dann geht es wieder runter, bis ganz tief. Wie ja, jetzt brauchst du trotzdem das nicht, wenn es kommt da gleich rausgeschossen da. Ja, und da ist der Milch, Milch. Ups. Dampf. Es raucht. Gleich explodiert es. Puff. Nein. Und würdest du das gleich erst gemahlen oder kommt, war das schon irgendwie? Natürlich, die malt hier oben gleich ganz frisch. Also gleich jetzt, ja? Sofort, macht für jede Tasse hier frische meine Kaffee. Luxuriös. Wir nennen richtig intelligent. Luxus, oder? Steht da an der Seite dran. Die sind intelligent. Sabbat. Und die ist nicht mehr so laut wie die anderen. Hm? Die ist nicht mehr so laut wie die anderen. Wo malt es jetzt? Wann malt es jetzt? Nein. Wie nein? Oder doch? Doch, jetzt hat's. Jetzt malt sie. Jetzt malt sie. Ist aber auch leise. Ist sehr, sehr leise. Wow. Hätte ich das nicht gedacht. Das ist richtig laut. Na, die anderen Automaten, da kannst du die Ohren zuhalten. Ja, meine ich doch. Den Kaffee das machen, doch... weil die Nachbarn den Kopf stehen. Das wäre hier auch. Boah, das ja riecht so gerade frisch gemahlenem Kaffee. Die hört man ja gar nicht. Die ist ja sowas von. Also, die andere war lauter, auf jeden Fall. Ja. So viel mehr ist das jetzt aber auch nicht geworden. Nicht wirklich. Na, wir üben noch. Wir üben noch. Du übst noch. Du stellst es mir, aber es sieht genauso aus. Aber ich habe mehr Wasser angesagt. Aber es sieht trotzdem genauso aus. Na, mach nicht. Wir trinken erst mal aus und machen die nächste Tasse. Ja, natürlich. Und nachher sind wir so, das ist schon mein dritter Kaffee heute. Oh Gott. Dein wievielter? Na, dann trinke ich. Nee. Schon umgerührt? Nein. So, jetzt kommt der ultimative Trinktest. Geschmacksnerventest. Prost. Und? Tschüss. Ich bin nochmal weg. Oh. Und? Kann man trinken? Ja, lecker. Sehr lecker. Und so cremig. Oh. Oh, Luxuskaffee! Oh. Da will ich gleich 10 Tassen von trinken. Oh. Das schmeckt wie in Prag, oder? In dem einen Kaffee? Schön cremig. Oh. Sehr, sehr lecker. Sehr, 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 sehr lecker. Prosit! Ja. Was? Na denn? Willst du noch sagen? Ach, lecker! Bisschen heißer Prag, könnte das sein, ne? Ja, ein bisschen. Aber es geht schon. Aber wie in Prag? Naja, fast, ne? So ein bisschen sehr auch schön cremig. Also meine ich doch. Nicht zu heiß. Ja. Nein, wir trinken jetzt Kaffee. Nadine hat Angst vor mir. Weil ich so ein bisschen rum. Hallo? Weil ich so ein bisschen rüber bin, weil ich so viel Kaffee intus habe. Ja. Ich rede schon viel zu schnell. Also ich rede immer schnell, aber jetzt rede ich irgendwie noch schneller und verschlucke noch mehr Wörter und Buchstaben und verstehe mich selber kaum noch. Und das will was heißen. Aber du verstehst dich selber kaum noch. Ja, so akustisch gesehen. Aber er ist fast leer. Und der ist so lecker. Nur noch einen Schluck oder so. Völlig tiefenentspannt. Stimmt. Und er liegt da oben. Was ist ganz tiefenentspannt. Seit ewigen Zeiten jetzt schon da.
Daniel meinte gerade, es sieht ordentlich aus. Natürlich. Absolut. Naja, er macht das schon, ne? Wir haben Donnerstag. Und ich sehe gerade, dass der Wochenvlog jetzt schon eine Stunde lang ist. Autsch. Das liegt alles an gestern. Mal sehen, was heute passiert. Naja. Heute Morgen konnte ich wieder mal nicht weiter schlafen, weil die Jalomir nicht gegengehetzt hat. Also er ist hinterher gejagt. Aber vorhin saß sie unter der Couch und er ist unter die Couch und ist an ihr vorbei, ohne dass irgendwas war. Die beiden können irgendwie gerade nicht mütterlich untereinander. Naja, ich gebe euch meinen ersten Kaffee für heute. Mit extra Milchschaum heute. Ich wollte es vorhin mitfilmen, aber da hat die Kamera, beziehungsweise habe ich die Videos noch von der Speicherkarte auf den Rechner kopiert. Das ging also nicht. Das dauert ja mal so seine Zeit. Vor allem, wenn es 26 Teilen für einen Tag waren. Autsch. Prost. Ja. Mal gucken, heute steht nichts weiter an. Nachher kommt noch die zweite Lieferung von Zooplus. Katzenstreu. ja. Aber ansonsten steht nicht wirklich irgendwas an. Also mal gucken. Für gestern war ja auch nicht viel geplant, von daher, verrückte Welt. Mal gibt es Tage, wo man überhaupt gar nichts zu filmen hat, so nichts zu sagen, nichts zu filmen, nichts. Und dann gibt es zwei Tage wie gestern, wo irgendwie ständig irgendwas ist, ich weiß auch nicht. Ja, ich habe auch gestern einen Blogpost endlich mal geschrieben von Freitag. Das ist dann gestern Abend nicht mehr online gegangen. Ich habe es auch schon weitergeschrieben für Samstag, da war ja nicht viel. Sonntag ist irgendwie völlig aus dem Kopf, da weiß ich gar nicht, was da war. Montag muss man schreiben und Dienstag und Mittwoch. Mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Für heute habe ich ein bisschen vorgeschrieben, dass ich immer wieder weitermachen kann, weil ich hätte irgendwie Montag, Dienstag hatte ich keine Lust gehabt, irgendwie was zu machen. Keine Ahnung. Jo. Doch, lass den Quatsch. Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Und ich habe auch wieder gelesen heute Morgen schon. Moment. Oh Gott. In Zimmer Küche Geist. Und während des Lesens habe ich beschlossen, ein anderes Buch auszusortieren. egal. Und das hier erinnert mich so ein bisschen an der Teufelsreck Prada, nur dass hier noch ein Geist vorkommt, der mich ein bisschen stört. Also ohne den Geist wäre das auf jeden Fall gut gewesen, aber mit dem Geist ist es so ein bisschen. Ich weiß nicht, irgendwie irritiert er mich ein bisschen. Ansonsten ist es so. Ja, von der Thematik her kann man nicht sagen. Es ist irgendwie schon ein bisschen ein Teufelsreck Prada, was ich auch noch lesen muss übrigens. Den Film habe ich ja gesehen und fand ihn toll. Und das Buch habe ich noch hier im Wildraum gelesen und deswegen kam ich aufs andere Buch, weil das war auch eine Buchverfilmung. Ich habe den Film gesehen, zu dem Buch, was wir nicht gelesen haben. Und deswegen wird das Buch aussortiert, weil der Film war okay, aber er war erst nicht so, dass ich sage, boah, ich muss unbedingt das Buch lesen wie bei Teufelsreck Prada, weil da habe ich das Buch unbedingt lesen, weil mir der Film gut gefallen hat. Und wie gesagt, das ist so thematisch irgendwie ähnlich. Ich weiß nicht, gehört sowas an zu Chiclets? Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Jo. Und dieses Bild da unten irritiert mich auch ein bisschen. Egal. Bis jetzt liest es auf jeden Fall sehr gut. Ich habe heute schon 30 Seiten gelesen, weil es ein Kapitel über 30 Seiten hatte. Ja. Mal gucken. Schauen wir mal, was der Tag so bringen mag. Ich habe gerade ein Buch gewonnen bei Lovely Books. Ich muss gerade mal gucken, wie das heißt. Amy Snow oder so? Kann das sein? Ich habe es schon vergessen. Die Reise der Amy Snow. Jo. Klang ganz interessant. Oh, Mia. Dann geh ruhig weiter. Na los. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Soll ich mal Hallo sagen? Keiner will Hallo sagen, merkt ihr das? Mann. Ich schneide gerade den Vlog und bin dabei, wo die große Bestellung kommt. Und jetzt hat es gerade geklingelt. Und dann so, hat doch gar nicht bei uns geklingelt. Doch, hat es.
Aber so lustig, wir gucken gerade das Auspacken von gestern und es klingelt an der Tür. Mal sehen, was es ist. Entweder DPD oder DL. Na, wir erwarten halt dann zwei Sachen. Rein theoretisch. Ich nicht, dass ich neugierig wäre oder so. Hallo! Ich schätze mal DPD. Gehe ich mal von aus. Nein, es ist doch nicht mit. Und? Das war unser hauseigener Neger. Ach, ein anderer. War ein anderer. Der hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Der hat die Schnauze voll, der hat gar nichts gesagt. Der ist das Katzenstreu. Er hat bestimmt den anderen gestern gesagt, da gehst du hin, da geh ich nicht nochmal hin. Und zwar die L. Die Tour tue ich mir nicht nochmal an. Nicht nochmal zu den Idioten. Nee. Na gut, dann gehe ich jetzt das Video weitermachen. Ja. Mal sehen, er ist sowieso nur Katzenstreu, also von daher ja, nicht so spannend. Nee. Das Spannende kommt erst noch. Hey, aber guck mal auf die Uhr, ja? Wir haben jetzt Viertel eins. Und er war jetzt da. Und wann war gestern da der andere Typi? Das war sechs. Deswegen haben wir Viertel sechs, ja. Ja, das war sechs. Und deswegen dachte ich, jetzt wäre DPD, wenn der andere Schmierfink wieder kommen würde. Aber es war nicht der Schmierfink, es war ein anderer. Na gut. Und es bimmelt schon wieder. Ich wollte gerade rübergehen und Steffi eine Sprachnachricht schicken, weil sie mir gerade zwei geschickt hatte, die ich gerade eine gehört habe. Und jetzt kommt er wahrscheinlich. Er zuckelt schon wieder seine Frisur rum. Das aus? Jetzt ist vorbei. Schade. Wenn es irgendjemand interessiert, wie er jetzt von dem Postboten aussieht. Na gut. Zuckel nicht so rum, Mensch! Das läuft gerade D-Max. Das war D-Max, ja. Schuto und noch mehr Käse. Ein kleines Päckchen. Ein klitzekleines, gut verpacktes. Ja, Trampolin. Trampolin, wir haben ein Trampolin bestellt. Ja, vielmehr. Das kann nicht gut kommen, ne? Das wird nicht mehr absaufen. Auf der Kochinsel gerettet. Yay. Was? Und jetzt auspacken? Auspacken oder nicht auspacken? Natürlich nicht auspacken, weil guck mal, Teil ist. Nicht drauftreten! So. Oben! Hier steht noch. Oben! Ja. Da! Die Schere schon wieder versteckt. Die Stirn nicht, wenn du die Schere versteckt hast. Die kleine Schere. Na dann mach mal. Ja, wie soll ich an das Ding rankommen, ey? Da sieht man überhaupt nicht, wo vorne oben und. Doch, hier ist oben. Steht doch da. Ah, steht oben, aber erstmal ran. Packst du einfach auf die Couch? Nö. Nö. Bin ich bockig, mache ich nicht. Oh, 1000 Lagen Folie. Kann keiner sagen, dass die gut verpackt ist. Vorsicht, hochempfindliche Elektrogeräte. Mann. Und jetzt kaputt gebrochen. Mist. Hallo? Nicht komisch werden. Mm-mm. Was denn? Oh, Folie, Mensch. Oh, Folie. Tata. Oh Gott. Jetzt weiß er nicht, wo oben stand. Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Ist aber auch laut. Auch laute Folie. Ja, laut. Knall. Was sind eine riesen Flumpis hier. Knitsch.
Ich pack mal Wetter aus, ne? Treue! Mensch! Oh, Folie! Wir hatten aber keine Luftpolsterfolie mehr. Nee. Nur noch normale Folie. Ja, wahrscheinlich. Erstmal die Reste mal brauchen, ne? Der Deckel geht immer zu. Ja? Der Deckel geht immer wieder zu. Könntest ja auch helfen. Nee, das ist viel lustiger so. Das ist viel lustiger. Ja. Juhu! Schwarz. Wow. Hingefallen. Quietsch. Hustet schwer. Tja, Manu? Ja. Einmal kannst du es noch nicht. Toll. Ja, so, warte. Wow, ist das kalt. Ein Knopf. Ein Spezialknopf. Ein Spezialknopf. Das ist witzig, guck mal. Der Arbeit wird es dann gesteuert. Ja, ja, schon klar, aber... Da musst du dann die Platten annehmen. Oh nee, oder? Doch. Ernsthaft? Da kriegst du einfach nur an. Du meine Güte. Ja, hab ich doch gerade. Und dann? Ja, oder so hier. Ja. Gut, wir haben also ein neues Ceran-Dings-Feld. Da ist schon ein Katzenhaar drauf. Da ist sogar schon ein Katzenhaar drauf. Wunderschön. Aber eingebaut wird es erst nächste Woche. Ja. Tja, benutzen darfst du es noch nicht. Schade, ne? Ja. Na, mal gucken, wie das so funktioniert. Heißt ein LP Langspielplatte? Nein. P ist der Power. Mit dem L? Lass mich in Ruhe. Ist klar. Logisch. Oh wei. Jetzt schicke ich Steffi erstmal eine Sprachnachricht. Ich hoffe, ich weiß auch noch, was sie alles geredet hat. Es war jeder mal viel zu merken. Daniel und sein Kochfilm. Hat der extra Licht angemacht, wo draußen Sonne scheint. Ja, gut, gerade scheint sie nicht, aber. Willst du den anderen das auch mal zeigen, das tolle Kochfilm? Aber das habe ich doch vorhin schon, als du ausgepackt hast, was? Weißt du, das hat einer gesehen? Nein, ihr habt das Kochfeld nicht gesehen, ne? Das war ja so klein, das hat man kaum erkannt. Mhm. Meine Güte, nee. Oh, wei, oh, wei. Das sieht aus. Wie gesagt, willst du erst da kochen oder was? Am Esstisch. Ja, ja, huch, ich bin zu nah dran. Ich bin zu nah dran. Was? Ich hab einen Zoom drin. Hallo. Ich bin müde. Aber das ist irgendwie so ein komischer Tag. Ich trinke eine Tasse Kaffee nach der anderen. Ich bin so müde. Mhm. Ah ja, wer weiß, was du da reinmischst. Ich musste testen. Ja. Wir haben zwei Kaffeesorten, also musste ich auch die andere Sorte testen. Ist klar. Nachher muss man. Kennt ihr diese. Heißt das die Rotkäppchenverschwörung? Ja, gut. Kennt ihr diesen Film, wo dieses Eichhörnchen die ganze Zeit so schnell spricht, dass man kein Wort versteht und erst mal auf Zeitlupe stellt, dass man dann versteht, was das Eichhörnchen sagt? Irgendwann bin ich so. Ja. Okay. Was tut er da? Gucken. Unten drunter. Ah. Ah ja. Wink mal. Hä? Wink mal. Nein. Ach, ist er wieder langweilig. Ja, eine Nasenpulle brauchst du jetzt nicht in der Nahaufnahme. Das ist nicht notwendig. Okay. Daniel liest sich gerade die Bedienungsanleitung von dem Herd durch. Das liest bitte doch mal vor, was du gerade vorgelesen hast. Reinigen Sie das Bedienelement nicht in der Spülmaschine oder in Waschwasser. Kann mal einer helfen, das Feld ausbauen, damit wir eine Spülmaschine drin kriegen? Da ist ja wirklich nur der Knopf gemeint.
Ich hoffe. Aber das klang im ersten Moment voll komisch. Ja. Das ist bestimmt sehr knapp. Genau. Reinigung und Pflege des Kochfelds. Benutzen Sie keinesfalls Spülmittel, Geschirrspüler, Scheuermilch, Backofenspray, Fleckenentferner, Scheuerschwämme, Hochdruckdampfreiniger und so weiter. Ne? Was darf man sonst nehmen? Ja, nur geeignete Reinigungsmittel für Zahnfelder. Ja. Der musste mal gucken, was da draufsteht auf diesen Sprays und Fläschchen und so. Ja. Ist ja furchtbar. Wer so Schnickschnack haben will, muss so Schnickschnack auch bedienen und benutzen und reinigen können und bla. Ne, mein Schatz? Reinigen, ich? Ne? Na, ich schwab ja nichts über, ich mach's ja immer sofort weg. Du machst sofort weg. Jo. Gut, dann mach ich dir demnächst mal Fotos. Du brauchst gar nicht so grimmig da reingucken. Aber es ist so. Du lässt die Dinge überkochen, die Nudeln und so weiter. Ah, aber wer räumt das Kochgeschirr und alles andere mal nicht weg in der Küche? Hä? Hä? Die Küche sieht immer aus wie Bomben. Das stimmt doch oder? Gar nicht. Gut, ich bin. Ja, mach Fotos von mir, dann mach ich mal die auf, wo das wie dreckig mal. Immer alles oh. ist. Ja. Oh, furchtbar. Ja, so bist du. Ich bin immer noch müde. Ich bin den ganzen Tag müde. Und die Katzen sind einfach nicht da. Die sind einfach mal im Schlafzimmer verschwunden. Noch einen Kaffee? Ich hab noch Kaffee. Hm, immer noch. Nicht, nicht, nicht. Ich kann auch nicht mehr reden, merkst du das? Das ist ein komischer Tag heute. Post kommt auch keine mehr, ist ja alles da. Ja. Ich habe ein Buch gewonnen. Und die sind irgendwie alle stinkesauer, wenn die Leute Haustiere haben, wie Hunde und Katzen, und die das Futter und, und das Streu hochschleppen müssen. Oh. Ja, der war jetzt auch nicht gerade begeistert. Mhm. Aber es war nicht Mirfink. Ist nur eine Fresse gezogen, ist der wieder abgehauen. Ja. Pech, dann müssen wir durch, kann auch was anderes dran sein. Ja, wir haben immer keinen Fahrstuhl. Dann meckert er ja auch immer rum. Ja. Er sitzt draußen, sie hier vorne. Oh. Mal gucken, was diesmal passiert. Wir erinnern uns an letzte Aktion. Ach. Klar. Auch nicht schlecht. Er hat noch nicht mal was gemerkt. Nee, er hat nichts gemerkt. Aber das nenne ich jetzt ja mal. Nicht schlecht. Was macht der da? Hallo. Jetzt hat er es gemerkt. Aber es interessiert ihn auch nicht wirklich. Er guckt nur und mehr. Jetzt gucken sie sich gegenseitig an. Ich reg sie nicht beide rauf. Es ging eine ganze Weile gut. Bis sie reingekommen ist. Dann ist er hinterher. Jetzt sind sie beide. Ja. Er jagt sie gerade gern. Mautzen sie gerade? Ah. Ja, die Maus. Die unterhalten sich. Die unterhalten sich. Was sagst du dazu? Gibt's gar nichts mehr. Hm? Na, du frechtags? Und Mia ist bestimmt wieder unterm Bett. Die arme Kleine. Oh, Miachen. Da sitzt sie. Ha, alles gut? Böser Diablo, ne? Ja. Immer jagt er dich. Aber ich habe gelesen in Foren, dass das völlig normal ist. Und dass es ein bisschen dauern kann, bis es sich normalisiert. Ich habe erst mal nachgeguckt, was für ein Vogel ich gestern noch gesehen hatte, neben dem Grünspecht. Stieglitz war es.
das wieder völlig vergessen, wie der Vogel hieß. Ja, zwei Stieglitze, zwei Grünspechte. Und zwei Enten, wo ich nicht weiß, ob es die Reiherente oder die Bergente war. Ich habe nämlich gesagt, die hinten so einen Zopf. Halt mal nochmal auf den Bauch. Warum? Ja, damit es so hochkommt. Oh je. Ja, aber du hattest schon. Gute, ja. Ja, ohne Krallenmäuschen. Es muss immer mal was geben, wenn du schon so viel fütterst. Ich hätte nicht so viele gehabt. Pfötchen. Pfote. Pfote. Pfötchen. Hier, Mäuschen. Von Katzen umzingelt. Ja, süße. Ich bin nicht bedenklich, dass der runterkommt. Nein? Nee. Naja, sammeln sie schon auf. Mit dieser Weg. Mit dieser Weg. So, hat es euch Spaß gemacht? Ja. Alles klar, mein Kinder? Mäuschen, alles gut? Alles gut? Und du bleibst schön um, du springst nicht runter. Hm?